Nein, das war sein letztes Wort, dann trugen ihn die Englein fort. Bin ich vielleicht schon genesen, ohne es zu wissen? Das kann gut sein. Also das halte ich sogar für sehr, sehr wahrscheinlich. Und es ist natürlich ein Problem, das nachzuweisen, ne? Man kann es versuchen, ob man es irgendwie hinkriegt mit entsprechenden Antikörpertests oder was der Teufel was. Aber das reicht nicht aus, um zu zeigen, dass man genesen ist. Ne? Tja, und bei meinem Sohn reicht es ja wahrscheinlich auch nicht, obwohl der genesen ist. Ne? Also der hat es ja. Und die Immunität der Genesenen ist sowieso ein Vielfaches besser als die Impfung. Das bezweifelt ja auch gar keiner. Warum sollen die dann zusätzlich sich noch eine Impfung reindrücken nach Ablauf einer gewissen Zeit? Ja? Weil das gleiche Virus wieder zurückkommt und sie nochmal infiziert? Oh, das halte ich doch für eine abstruse Story. Ja? Also müsste es ja auch eigentlich immer einen neuen Impfstoff geben, der dann die neuen Varianten wegimpft sozusagen. Ja? Gibt's den? Na, ich hoffe mal, die arbeiten dran. Ne? Also Boostern mit immer der gleichen Kacke und immer wieder, das ist doch irgendwie noch erklärungsbedürftig. Ich hoffe, da werden die entsprechenden Erklärungen mal hinterhergeschoben, was das soll. Ne? Weil die natürliche Auffrischung passiert ja sowieso den ganzen Tag, wenn wir uns hier draußen bewegen. Ne? Die Hunde springen sich alle gegenseitig an, hier von den Hundebesitzern. Und die streicheln die und ja, wahrscheinlich sind die Hundebesitzer schuld. Ne? Habe ich nicht gesagt. Ne? Aber die da draußen, die suchen ja immer Entschuldigen. Und wenn es der Baumann nicht gewesen ist, dann muss es ja ein anderer gewesen sein. Also nehmen Sie doch morgen mal die Hundebesitzer. Und übermorgen die mit den Kanarienvögeln, die entflogen sind und wieder zurückkehren. Die müssen dann eben eingeschläfert werden, damit sie nicht mal den Virus übertragen. Ne? Okay, aber was wollte ich denn heute eigentlich? Also ich würde ja ganz gerne mal in die Zukunft blitzen. Ne? Also ich würde mich gerne mal in die Zeitmaschine setzen und mal schauen, ob ich im nächsten Jahr dann als Obdachloser im Grunewald hause oder ob ich hier immer noch spazieren gehe und Videos mache. Ne? Keine Ahnung. Also wenn wir die Zeitmaschine des H.G. Wells nehmen, dann landet man in einer Zukunft, in der es zwei Menschenrassen gibt, muss man fast sagen. Ja? Das Ding ist ja schon alt, von 1895, und das war so darauf angelegt. Oben auf der Erde leben die Eloi, das sind also die, die blaue Pille geschluckt haben, die von nichts was wissen, die ein glückliches Leben führen, die, ja, so in den Tag hinein leben und das Leben genießen. Und unter der Erde leben die Morlocks und die arbeiten, aber nicht für die Eloi. Die Morlocks unter der Erde sind nämlich Menschenfresser. Und diese Menschenfresser, die holen sich dann von Zeit zu Zeit mal oben von der Erde ein paar von denen, die sie dann genießen. Und tja, und ich denke manchmal, wird sich unsere Gesellschaft in diese Richtung entwickeln? Weil wir haben da ja ein paar Kümmerer, ne? Die kümmern sich, dass wir alles kriegen, was wir brauchen, die dafür sorgen, dass wir glücklich sind, nach ihren Maßstäben, dass wir das bekommen, was wir brauchen, nach ihren Maßstäben, dass wir, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, was ich jetzt gerade im Kopf habe? Dass wir nur die Rechte bekommen, die wir auch brauchen, damit wir noch das Gefühl von Freiheit haben. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn Sie sich täglich da und da melden und einen Stempel in Ihre Karte kriegen, dann sind Sie frei. Ja? Also macht man das natürlich heute nicht mehr. Das wäre ja Stempelkarte, wie man es früher hatte in den Fabriken. Ne? Heute macht man es ja viel geschickter, so mit irgendeiner App, die sowieso immer dabei ist und die sowieso immer sagt, wo sie gerade sind und ob sie denn ihre Medikamente ordnungsgemäß eingenommen haben, wie die
ich sage jetzt absichtlich mal, Morlocks das wollen. Bloß die Frage ist, unsere Morlocks hier, das sind ja keine Menschenfresser, oder? Ich glaube tatsächlich, die interessiert überhaupt nicht, was wir wollen. Die interessiert nur, was sie selbst wollen. Ihr Scheißplan von einer schönen neuen Welt, von einer schönen neuen Dystopie, die sie sich selbst ausgedacht haben. Und hier ist zu laut, geh ich mal da lang. Sie sehen also, ich bin schon wieder ziemlich nervös und hochgekocht und ich finde es unmöglich, wie man heutzutage hier Politik macht. Die ganzen Zeitungen sind voll von, gehen Sie doch endlich freiwillig impfen. Ne? So, oh, der Impfstoff wird knapp. Ja, wenn Sie nicht heute gehen, dann kriegen Sie keinen mehr. Natürlich rennen ein paar Doofe dann dahin und sagen dann, lieber Hausarzt, haben Sie nicht noch irgendwie ein Impfmittel? Und der sagt, ja, na klar, für Sie habe ich doch immer noch was da. Ne? Und heute steht in der Zeitung, Ungeimpfte dürfen nicht mehr einkaufen gehen. Also die Morlocks tun schon, was sie tun können für uns. Ne? Ich weiß nicht, ob das Fleisch der noch Lebenden hier mit der blauen Pille dann da doch irgendwie weicher wird, genießbarer irgendwie, wenn sie gehorchen und wenn sie diese seltsamen Medikamente einnehmen, die uns da verordnet werden. Ich für meinen Teil sage nur noch ein Wort und das ist endgültig. Zu diesem Quatsch, den die Morlocks von uns wollen. Ich stehe nämlich nicht so auf verschiedene Menschenrassen, ja. Und dieses eine Wort, dieses endgültige eine Wort von mir, ist einfach nein. Und das heißt, sie haben mich in Ruhe zu lassen. Jawohl.